My Friends, herzlich willkommen zu einem wundervollen, wunderschönen, hammermäßigen, atemberaubenden und insgesamt 47. Tag unserer NGU to Glory mit eurem Mr. Never Give Up, Mirza Miyagi Yahid. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt, Leute, zu Mirza Primetime um 21 Uhr und zum allerersten tatsächlich wahren PS5 Gameplay hier auf meinem Kanal, my friends, da ja bisher das Gameplay ja immer noch die PS4-Version auf der PS5 war. Und ich kann euch sagen, ich bin so heiß drauf, dieses Spiel endlich zum ersten Mal zu testen. Wirklich. I cannot await it. I'm very looking forward to it. Ich bin sehr gespannt. Wie geht's euch? Und habt ihr schon den Genuss gespürt? Ist es ein Genuss, my friends? Was sagt ihr? Angeblich? Angeblich soll es sogar gut sein. Also, ich habe ja nur ein bisschen was gelesen. Was die Leute geschrieben haben. Es soll angeblich gut sein, ne? Also wirklich, ich gehe ganz unvoreingenommen rein. Ich bin kein einziges Mal noch, ich habe noch kein einziges Mal auf das Ultimate Team Logo da geklickt. Also ich war noch kein einziges Mal noch drin in Ultimate Team. Ich möchte das mit euch gemeinsam fühlen. Zu den Rewards, my friends, ne? Also ihr seht, dass ich heute hier alleine bin. Sarah ist nicht am Start. Das hat einen Grund. Und zwar, morgen ist ja Team of the Group Stage. Morgen ist ja ein neues Event. Und ich habe massenweise Packs aufgespart für Sarah. Aber ihr habt auf jeden Fall einen guten Punkt erwischt. Und zwar, dass ich die Packs nicht heute aufmachen soll, sondern erst morgen Abend. Weil es mehr Sinn macht. Dadurch, dass das neue Event da ist. Und dadurch, dass ich so krass viele gute Packs habe, macht das wirklich nur Sinn. Deswegen wird morgen Abend Sarah am Start sein und wir werden morgen Abend die Packs aufmachen. Heute machen wir nur Player Picks. Also hier bin ich drin. Weiter als da bin ich nicht gegangen. Ich habe einzig hier nachgesehen, ob meine Controller-Einstellungen noch drin sind. Wahnsinnig, ich habe sie wieder umgestellt. Aber hier habe ich die Kamera auch umgestellt. Ich gebe aber tatsächlich dieser EA Sports Gamecam, das ist die neue, gell? Werde ich eine Chance geben, my friends. Mal schauen, ne? Warum denn nicht? Ohne Scheiß. Was mir auch aufgefallen ist, gleich am Anfang schon, als ich das Spiel gestartet habe, extrem schnell Ladezeit, ne? Ladezeit mega kurz, zack, 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 auf einmal bist du schon drin. So, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht, aber jetzt vom Startbildschirm bis hierher war super schnell, ne? Okay, wir gehen mal jetzt gemeinsam rein, Ultimate Team, the first time ever, und ich werde euch 1:1 Feedback geben, wie das Spiel so ist. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Gut, das ist so schnell wie immer, ne? So, okay, hier hat sich nicht allzu viel verändert, ne? Das ist alles gleich, wie es immer ist. Und wir holen uns jetzt erstmal auf entspannt unsere Division Rivals und Food Champions Rewards ab, ne? Die werden wir halt aufsparen, weil wir sie morgen aufmachen. Aber wir holen sie einfach mal ab. Ich würde sagen, im Menü hat sich bisher noch nicht allzu viel verändert, oder? Das wirkt alles genauso wie die alte PS4-Version, die wir auf der PS5 gespielt haben. Viel ist da nicht, ne? Okay, wir machen jetzt einfach mal auf. Da erwarten wir uns jetzt auch nicht allzu viel, my friends. Ja, Aguilar, Rechtsverteidiger. Ja, der ist eigentlich okay, ne? Naja, nehmen wir mit. Griezmann kommt, sagt Mohamed. Das wäre, ja, den würden wir mitnehmen, ne? Griezmann würden wir mitnehmen. So, machen wir auf und schauen uns den Griezmann an, den wir hier ziehen. Ja, absolut heftiger Griezmann. So, das war's auch schon wieder mit Gold 3 OP Rewards, ne? Tja, und wenn ich die Dings aufmache. Ja, der Hammer. Schlechter geht's ja kaum, ne? So, ich habe euch genug auf die Folter gespannt, my friends. Wir gehen auf Spielen und wir gehen auf Division Rivals. Da werden wir jetzt gleich mal das Ganze testen, my friends. Und zwar sehen wir jetzt erstmal das Team. Wir schauen uns das an. Also hier im Teambereich sieht alles immer noch ähnlich aus. Vielleicht ein Tick schärfer. Vielleicht bilde ich mir diese Schärfe auch einfach nur ein. Das kann auch sein, ne? Dass ich denke, es ist schärfer, aber es ist eigentlich genau das Gleiche. Aber ich glaube einfach, dass es genau ist, wie es immer ist. Ne? Was meint ihr? So, gut. Wir starten rein. Das heißt, jetzt spiele ich nur PS5 gegen PS5. Ne? PS5 gegen PS5 ist das. Also Ping ist aktuell 28 bei mir, my friends. Ihr seht es leider nicht von der Kamera. Aber ich habe einen 28er Ping jetzt. Ne? Das ist unser erster Gegner. Man merkt im Menü... Alter, wie schnell ging das jetzt? Alter, das ist zu schnell für meine Augen. Ne? Das ging richtig ratzfatz. Ne? Ach du heiliges Posaunenrohr, was ist das denn? Gut, bei mir ist es jetzt noch weiter weg, weil ich jetzt hier Höhe 20 und Zoom 0 gemacht habe, ne? Okay.
Ja, weil das fühlt das. Also die Kamera ist schon sehr ungewohnt, jetzt mal ehrlich. Der Controller vibriert bei jedem Pass, bei jeder Ballberührung vibriert der Controller. Also das. Ach du Scheiße, Junge. Also das ist schon ganz komisch jetzt gerade. Ne? Nee, das muss ich gleich wieder umstellen. Ich sag's euch, das muss ich gleich wieder umstellen. Das ist ja ganz, 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 ganz. Einfach mal schießen. Nee, das muss ich umstellen. Das, ich kriege ja gar nichts hier. Ich komme ja gar nicht drauf klar. Buh! Ui! Zweiter Stock, Herrn Unterwäsche. So, jetzt kann ich mal endlich umstellen. Aber trotzdem ist anders. Schau mal. Es ist Übertragung Tele, aber es ist dennoch anders. Die Grafik ist schon sick. Die Grafik ist schon sick. So, jetzt fangen wir. Ah, okay. Ah, jetzt fühlt es sich familiär an. Ah, wir sind wieder zu Hause. Ja, also. Das Gameplay ist halt wirklich 1 zu 1 richtig gut. Ne? Also, die Verbindung ist halt auch wirklich, wirklich gut, Leute. Meine ich ernst. Opa! Ich dachte, der ist drin. Das war schön gemacht. Hm. Ich habe irgendwie kein Glück, dass ich den Ball zurückbekomme. Ne? Gerade 3-4 Mal. Und jetzt gibt es Elfmeter. Ich glaube mein Leben nicht. Oh, die Grafik. Schau mal hier. Das ist schon sexy, Leute. Muss man schon sagen. Ja, das haben sie schon gut gemacht. Also man merkt schon den Unterschied. Schau mal, der Schweiß. Ne? Ich habe übrigens extra absichtlich gefoult, damit wir aus der Nähe mal alles betrachten können. Ne? Denkt ihr, er simuliert nun und schießt ihn dann doch in die Mitte? Nee. Aber jetzt gibt es da drüben Elfmeter. Ja, toll. Boah, hat der gesessen. Ja, die Grafik ist schon, die Grafik hat schon in sich, muss ich sagen. Die Grafik ist schon geil. Das Game, also kurzes Feedback jetzt nach 75 Minuten. Das Game an sich, das Spiel, wie du spielst, wie sich die Spieler bewegen und so, ist ähnlich. Also es ist praktisch gleich. Da hat sich nicht viel verändert, Leute. Da hat sich nicht viel verändert. Was sich verändert hat, ist, dass die Server gut sind. Die Server sind, die Server sind gut, weil eben weniger Leute zocken. Das können niemals die gleichen Server sein. Ich weiß nicht, was sie durchgesagt haben, aber wenn jetzt PS5 gegen PS5 ist, sind ja logischerweise weniger Leute da. Ne? Das ist einfach eine perfekte Verbindung gerade. Ne? Foul, Elfmeter, schon wieder. Oh mein Gott, also da, wenn das vorher kein Elfer war, war das ein ganz klarer Elfer jetzt. Aber sowas von klar, glasklar. Lasst mich auf jeden Fall mal das probieren. Ich werde mal ein paar andere Kameraeinstellungen probieren, ne? Okay, probieren wir es einfach mal, ne? Bin echt gespannt. Weekend League of PS5. Ja. Ja, ich spiele morgen die Weekend League of PS5. Hatte ich schon vor. Irgendwie schon. Ich meine, warum nicht? Also, die Grafik ist halt wirklich geil, Leute. Jetzt endlich mal nach Jahren. Das Game ist halt flüssig, extrem flüssig. Schade, ich versuche mehrfach hier durchzutanken, schaffe ich es aber leider zurzeit nicht. Yeah, da ist das 1-0, my friends. Rashford ist da. Lass uns mal, schon mal ein Klumpi. Unser erstes Klumpi, Leute. Unser erstes Klumpi. Eieiei, was für eine sexy Grafik, ne? Eieiei, ist schon geil. Also, ehrlich, Leute, es ist schon ein geiles Feeling. Wirklich, es ist schon ein geiles Feeling, weil das erste Mal, dass man das Gefühl hat, man spielt endlich ein Upgrade, ne? So wirklich. Wirklich ein Upgrade. Das Gameplay ist nicht viel anders. Die Verbindung ist halt einfach gut. Eieieiei. Ei, der Übersteiger ist schon sexy, ne? Also, die Körpertäuschung, ne? Ausrufezeichen Körpertäuschung. Das ist das, was ich mache gerade. Kamera zu weit weg. Hey, ganz ehrlich, aber mir kommt das zugute. Ich finde, je weiter weg die Kamera dann ist, desto leichter ist es für mich zu verteidigen. Ohne Scheiß. Ich habe so viel mehr Übersicht. Ich habe das Gefühl, ich habe noch alle Zeit der Welt. Ne? Wenn du alles im Blick hast. Wenn du aber dich voll auf den einen fokussierst, dann hast du immer das Gefühl, du bist so im Bedrängnis. Und vor allem beim Aufbauen, Alter. Du siehst alles. Ich bin wie ein Adler. Wahnsinn, Junge! Wie geht der Jubel, den mir so erquittet? Ich muss sagen, Fazit jetzt aktuell zu dem Spiel, zu der PS5-Version jetzt von FIFA,
Gameplay ist natürlich sehr ähnlich wie die PS4-Version. Die Grafik ist auf jeden Fall besser, das merkt man schon. Ich finde, je weiter man nach oben geht mit Kooperativ und so weiter, desto weniger merkt man von dieser heftigen Grafik, desto mehr fallen diese Linien auf dem Rasen, was ein bisschen nervig sein kann, das stimmt. Und die Verbindung ist halt wieder richtig krass, weil eben weniger Leute spielen. Da merkt man halt nur, dass dieses Spiel tatsächlich halt auch eben Potenzial hat, dass die Server alles kaputt machen. Bisher hatte ich drei Spiele, alle drei Games haben sich genau gleich spielen lassen.